Das Geheimnis der Freiheit ist der Mut, etwas zu tun, um seine Träume wahr werden zu lassen. Kaukasus-Tour 2022. 7.962 Kilometer in 23 Tagen. Am ersten Tag war unser Treffpunkt um 8 Uhr in der Raststätte Klösterle. Dann ging unsere Reise über den Adelbergpass, Zillertal, Gerlos, Großglocken, Hochalpenstraße nach Villach. Dort verladen wir unsere Motorräder auf den Optima Motorradreisezug. Der Großglockner und die Edelweißspitze empfingen uns mit Regen und Graupelschauer. Unser Optimismus sagte, es kann ja nur besser werden. Und unser Optimismus hatte wohl wieder mal recht. Nach dem Hochtour wurde das Wetter besser und wir konnten noch auf die Kaiser-Franz-Josefs-Höhe hinaufdüsen. Und von der Franz-Josefs-Höhe aus hatten wir einen wunderbaren Blick auf die immer kleiner werdende Pasterze und auf den verhüllten Großglockner. Weiter geht unsere Fahrt durch den Nationalpark Hohe Tauern. Wir düsen an der Ortschaft Heiligen Blut vorbei, welches wunderbar in der Natur eingebettet liegt. Kurze Mittagspause am Fuße des Großglockners, bevor es weitergeht am Millstätter See vorbei und dann immer Richtung Villach. An der Optima-Verladestelle in Villach wurden wir schon erwartet. Pässe, Tickets und die Motorräder sofort in die Waggons. Das Einchecken funktionierte reibungslos und so konnte unsere Reise mit dem Zug durch die Balkanstaaten starten. Wir fahren mit dem Motorradreisezug tiefenentspannt durch Slowenien, Kroatien, Serbien und Bulgarien, bis wir am übernächsten Tag mit etwas Verspätung in Edirne ankommen. Jetzt noch einmal den Pass herzeigen an der türkischen Grenze und dann ging es weiter zu der Verladestelle in Edirne. Nach dem Abladen ging unsere Reise mit siebenstündiger Verspätung endlich los. Die Straßen führten uns über den Bosporus bis an den eurasischen Teil der Türkei. In Sile am Schwarzen Meer werden wir übernachten und uns die türkischen Spezialitäten schmecken lassen. Weiter geht unsere Tour durch die Pontischen Alpen, welche sich ca. 1000 Kilometer entlang der Schwarzmeerküste in Kleinasien erstreckt.
Handynummer. Über Saframbolo besuchten wir die Kristallterrassen mit Blick in den Canyon in Chiquaia. In Saframbolo werden wir übernachten. Nach der Ankunft und dem Stiefelbier machen wir uns auf den Weg in die Altstadt, um sie zu besichtigen. Saframbolo selbst war einst einer der wichtigsten Handelsplätze für Safran. Aus dieser Zeit stammen auch die berühmten Fachwerkhäuser der Altstadt, die zum Welterbe der UNESCO zählen. Wunderbare Morgenstimmung über Saframbolo. Wir touren weiter durch Anatolien und durch das Pontische Gebirge. Heute müssen wir 500 Kilometer mit unseren Motorrädern abspulen. Auf einmal ist ein wunderbarer Duft von Knoblauch in der Luft und wir bemerken, dass das ganze Tal sich dem Knoblauchbusiness verschrieben hat. Zur Belohnung nach den 500 kurzweiligen Kilometern übernachten wir in einem wunderbaren Hotel am Schwarzen Meer. Die schnellen Straßen führen uns heute immer am Schwarzen Meer entlang. Die Ausreise aus der Türkei und die Einreise nach Georgien verliefen problemlos.
Ein kleiner Zug am Gashahn für mich und ein großer Moment für uns alle. Endlich, wir sind in Georgien. Jetzt müssen wir nach der Grenze für unsere Motorräder eine Haftpflichtversicherung für Georgien abschließen und auch noch Euros in die georgische Währung Lari wechseln. Ist aber alles gar kein Problem, es gibt genug Möglichkeiten hier. Bestens gelaunt geht unsere Reise weiter bis in die Hafenstadt Batumi. Bei unserem Hotel in Batumi bekamen wir die besten Parkplätze direkt vor dem Hotel. Batumi selbst wird auch das Las Vegas des Ostens bezeichnet. Auf dem 130 Meter hohen, mit georgischer Schrift verzierten alphabetischen Turm befindet sich eine Aussichtsplattform mit Meerblick. Die Altstadt ist mit restaurierten Gebäuden aus dem 19. Jahrhundert gesäumt. Am Morgen verlassen wir Batumi und das Schwarze Meer mit viel Vorfreude auf den großen Kaukasus. Tanken und Proviant fassen, bevor uns die georgischen Straßen in Richtung Vestia im Kaukasus bringen. Die schönen, wunderbaren, kurvigen Straßen führen uns durch das Mestia-Kalda-Tal nach Svenetien und den Nordkaukasus. Cola-Pause in Odashi. Da kann die geschäftstüchtige Wirtin auf uns einreden, wie sie will. Wir wollen jetzt nichts zu essen.
Abwaschplatz und WC-Anlage haben direkte Wasserspülung vom Fluss. Die georgischen Straßen bringen uns an Mestia vorbei und immer weiter bis nach Uschkuli, immer tiefer in den großen Kaukasus hinein. Mestia ist eine Kleinstadt im nordwestlichen Georgien und liegt auf einer Höhe von etwa 1500 Meter. Die Straße nach Uschkuli wurde immer schmäler und anspruchsvoller. Zuerst war die Straße geteert, dann betoniert, dann wurde sie zur Piste. Und etwas Schlamm war auch dabei, natürlich durfte Schotter auch nicht fehlen. Aber das wussten wir auch und das haben wir auch so gebucht. Die Überfahrt über den Ukviri-Pass stellt kein Problem dar. Die erste Schlüsselstelle forderte gleich seinen Tribut. Und für alle anderen hieß es Vorsicht, Schlamm und Rutschgefahr. Die Fahrt auf dieser Strecke war wirklich ein super Abenteuer und wir alle genossen es sehr. Uschkuli ist eine Kaukasus-Dorfgemeinschaft, welches für seine Wehrtürme bekannt ist. Sie gehört seit 1996 zum Weltkulturerbe der UNESCO. Uschkuli liegt ca. auf 2200 Metern über dem Meer und ist eines der höchsten Dörfer Europas. Sie liegt in der historischen Region Svanetien. In den vier Ortsteilen von Uschkuli gibt es immerhin sieben Kirchen, die zwischen dem 7. und 12. Jahrhundert erbaut und mit Fresken bemalt wurden. Die Wehrtürme dieser achaiischen Ortschaft wurden alle zwischen dem 8. und 12. Jahrhundert errichtet.
Wir übernachten direkt in Uschkuli, in der Pension Nazardes Tower. Was das ist? Ja, mal, dann muss ich sehen. Ja, ich muss mal. Ich kann nicht die höchste Worte sprechen. Von den Gastgebern des Gasthaus wurden wir herzlichst aufgenommen. Es gab hier alles, was unser Herz begehrt. Eine kalte, angenehme Dusche, ein wunderbares Essen und Bier und Wein. Außerdem noch gute Gespräche mit den anwesenden Gästen. Von Uschkuli aus geht es weiter über den Zagari-Pass bis nach Chiatura. Die Piste auf dem Zagari-Pass, der 2621 Meter hoch ist, ließ sich wunderbar befahren. Wir hatten auch dementsprechend sehr gute Verhältnisse. Pause in einer wunderbaren Landschaft mitten im Hohen Kaukasus.
und weiter geht die Fahrt auf dieser herrlichen Strecke durch dieses wunderbare Tal. Zur Stärkung nach der Abfahrt vom Zigarrepass gab es einen wunderbaren georgischen Kaffee. Wunderbare Blicke in das Dzsenyskhali-Tal. In Ambro Laure stehen wir am Hauptplatz, wo eine riesige Flasche Chavanchkara-Wein steht.
Auf dem Gipfel der Felsnadel befindet sich eine kleine georgisch-orthodoxe Klosteranlage, in der ein Einsiedlermönch lebt. In Chiatura werden wir nach diesem erlebnisreichen Tag übernachten. Chiatura selbst ist wegen seinem Manganabbau und den vielen Berggondeln bekannt. Von Chiatura aus geht es heute in den Nationalpark Kazbeki. Die schönen Straßen führen uns zu der Höhlenstadt Ublitzke. Die Festung Gottes stammt aus dem 16. bis 15. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Die in den Fels gehauene Stadt schützen im Westen Felsen und im Osten eine Schlucht. In Ublitzke wurden in vorchristlicher Zeit heidnische Gottheiten angebetet. Die Anlage wurde hauptsächlich von Sklaven errichtet. Überlieferungen berichten von einer Karawanenstraße schon im Jahre 100 vor Christus, die kürzeste und zugleich gefährlichste und beschwerlichste Route über den großen Kaukasus. Etwa 37 Kilometer hinter Tbilisi fällt am nordwestlichen Ufer des Stausees von Shin Wali die Festung Ananure ins Auge. In 1783 wurde Georgien unter die Schutzherrschaft des zarischen Russlands gestellt. Und so war es nur folgerichtig, dass der Ausbau des Karawanenweges zu einer für das Heer nutzbaren Straße nicht lange auf sich warten ließ.
Diese Aussichtsplattform, deren Kacheln schon etwas gelitten haben, ist 70 Meter lang und wurde 1983 aus Anlass der 200-jährigen georgisch-russischen Freundschaft errichtet. Nun nähern wir uns dem höchsten Teil der Heerstraße, dem 2379 Meter hohen Kreuzpass. Nun geht es wieder talabwärts Richtung Stephansminder und der russischen Grenze. Vor uns liegt der Kasbek mit 5033 Meter, der zweithöchste Berg Georgiens und der siebthöchste des Kaukasus. Leider ist die gut ausgebaute Straße zur Zminder samt Meberkirche oberhalb von Stephansminder gesperrt. So musste man über einen beschwerlichen Weg ausweichen. Wir entschieden uns für ein Allradfahrzeug. Der Driver of the Day, Peter, fuhr mit dem Motorrad hinauf. An den Felsen des Kasbek soll der Sage nach Prometheus angekettet gewesen sein, um dort 30.000 Jahre lang dafür bestraft zu werden, dass er den von ihm geschaffenen Menschen das Feuer brachte. Heute fahren wir wieder über die Heerstraße durch den Kasbek-Nationalpark zurück und weiter über viele kleine, kurvige, teilweise unbefestigten Straßen über den Kreuzbärenpass, der 2676 Meter hoch ist, bis nach Schatilli.
Ottilie erreicht man nach dem Kreuzbärenpass ganz unvermittelt durch eine enge Schlucht, durch die die Aragui fließt. Ottilie liegt auf 1395 Meter über dem Meeresspiegel und ist nur von etwa 15 Personen ganzjährig bewohnt. Alle anderen halten sich hier nur während des Sommers auf. Es erlangte zu Recht Berühmtheit wegen seinen vielen Wehrtürmen, die sich von denen in Svanetien oder Duschetien grundsätzlich unterscheiden. Es gibt Türme aus dem 6. Jahrhundert, die meisten stammen jedoch aus dem 10. bis 12. Jahrhundert. Sie wurden aus Schiefer und anderen Steinen ohne jeglichen Mörtel oder Bolzen, Nägel usw. so zusammengefügt. Wir übernachten im Hotel Front Castle direkt in einem Wehrturm. So konnten wir das alte Gemäuer erkunden und genießen. Heute fahren wir wieder über den Bärenkreuzpass zurück und ein Teil von uns bis Aperomalo, der andere Teil fährt bis nach Shignaki. Der Weg nach Omalo führt über den höchsten Pass Georgiens, den Abano-Pass, der 2862 Meter hoch ist. Die Straße nach Omalo gehört zu den gefährlichsten Straßen der Welt. Wer an Höhenangst leidet, dem wird diese Fahrt auf der Duschete-Route nicht besonders gefallen. An verschiedenen Stellen reichen die fast senkrechten Abhänge
in mehrere hundert Meter tiefe Schluchten. Umalo liegt auf 1880 Metern über dem Meer und ist einzig über die Tusheti Route mit der Rest der Welt verbunden. Während mindestens der Hälfte des Jahres ist diese Straße aber geschlossen, weshalb Umalo in der Regel nur zwischen Mai und September bereist werden kann. Wenn du nicht Chignachi, die alte Stadt auf dem Berg, gesehen hast, sage nicht, du kennst den Glanz Kacheziens. Der ca. 2000 Einwohner zählende Ort liegt auf einem Hügel. Man ist zunächst von dem süditalienischen Flair der Häuser aus dem 17. und 18. Jahrhundert überrascht und schnell total begeistert.
Enge Gassen, geschnitzte Holzbalkone und ein herrlicher Blick über das Alsanital und die schneebedeckten Gipfel des großen Kaukasus in östlicher Richtung lassen das Herz eines jeden höher schlagen. Vor dem Abendessen machen wir einen Rundgang durch die historischen Mauern von Shiknaki. Heute fahren wir nach Tiflis. Auf dem Weg nach Tiflis, welches die Hauptstadt Georgiens ist, werden wir das älteste Kloster Georgiens, das Davids Lavra, besichtigen. In der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts kamen 13 syrische Missionare nach Georgien. Einer der Missionare, der heilige David, predigte zunächst in Tiflis, zog sich aber dann in die Halbwüste im Süden Georgiens zurück. Dem heiligen David werden zahlreiche Wunder zugeschrieben. So soll er mehrere Tage gebetet haben, als plötzlich westlich des Klosters Trinkwasser floss, die Tränen Davids. Nach seinem Tod wurde sein Grab zu einer Wallfahrtsstätte. Chroniken von Georgien ist ein spektakuläres Monument oberhalb von Tiflis. Das Denkmal umfasst 16 Säulen mit einer Höhe von jeweils 30 bis 35 Metern. Im unteren Teil der Säulen wird das Leben von Jesus Christus und im oberen Teil des Denkmals sind Königinnen und Könige und weite berühmte Persönlichkeiten aus der georgischen Geschichte dargestellt. Thank you.
kopfsteingepflasterte Altstadt von Tiflis blickt auf eine lange, komplizierte Geschichte zurück und befand sich zeitweise unter persischer und russischer Herrschaft. Die Stadt war Schnittpunkt mehrerer Handelsrouten zwischen Asien und Europa, darunter war die Seidenstraße, wodurch sie zu Reichtum kam. Wir besichtigen die wichtigsten Sehenswürdigkeiten, die Altstadt, der Glockenturm, die Friedensbrücke, die Sameva-Kathedrale und noch vieles mehr. Heute verlassen wir Tiflis. Die Straßen führen uns zuerst bis in die Höhlenstadt Varzia im kleinen Kaukasus. Nach dem Stopover geht unsere Reise weiter bis nach Achalziche. Schnelle, kurvige Straßen führen uns durch die Hochtäler des kleinen Kaukasus.
Jause einkaufen in einem der Geschäfte in den kleinen Dörfern. Die schöne kurvige Strecke schlängelt sich an den Bergen entlang. Die Höllenkloster von Varzea beeindrucken wirklich. Die Anlage liegt auf dem linken Flussufer, hoch oben in den Felsen. Die wohl am meist fotografierte Felswand Georgiens ist etwa 500 Meter hoch. Die ersten Ursprünge des Klosters sind nicht bekannt. Dennoch ist wohl belegt, dass König George III. Und seine in Georgien wie eine heilige verehrte Tochter Königin Tamar die Anlage erheblich erweitern und befestigen ließ. Die Altstadt von Alchelziche, Rabati, ist der interessanteste Teil der Stadt und gehört zu den Highlights eines Georgienbesuchs. Die Altstadt erstreckt sich rund um die Festungsanlage, die aus zwei riesigen Innenhöfen besteht. Nach der Besichtigung der Altstadt freuen wir uns auf ein Abendessen und auf ein gutes Glas Wein.
Heute verlassen wir nicht nur Archaltsiche, sondern auch Georgien und wir reisen wieder in die Türkei ein. Der Grenzübertritt von Georgien in die Türkei verlief problemlos. Nun führen uns die ostanatolischen Straßen bis nach Erzurum. Die Strecke hier in Ostanatolien ist sehr beeindruckend. Sie führt immer wieder von 2 auf 2500, 2600 Meter Höhe. Die Dörfer in Ostanatolien beeindruckten durch ihre Einfachheit und wir fühlten uns 100 Jahre zurückversetzt. Die Erdgaskrise wird hier wohl nicht wahrgenommen. Hier wird nämlich der Dung seitlich der Straßen aufgestapelt.
Erzurum ist die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz in Ostanatolien. Die Stadt liegt an der alten Seidenstraße. Vor dem Abendessen machten wir noch einen Sightseeing-Spaziergang durch die Stadt. Die schnellen türkischen Straßen werden uns heute bis nach Kappadokien führen. Der einzigartige Komplex aus Felsformationen wurde 1985 in die Liste des UNESCO-Welterbes aufgenommen. Diese kegelförmigen Gesteinsformationen treten häufig im Tal der Mönche bei Göreme auf. Keine Stadt in Kappadokien ist touristisch so gut erschlossen wie Göreme. Dieses bringt alle seine Vorteile und Nachteile mit sich. Es gibt nichts an Aktivitäten in Kappadokien, was Göreme nicht auch bieten kann. Doch wer Ruhe in Kappadokien sucht, wird diese hier nicht finden. Die Tuffsteine hier gehen auf die Ausbrüche der Vulkane Hasandagi und Melendisdagi zurück. Im 4. Jahrhundert siedelten sich hier die ersten Christen an und schufen die ersten Kirchen versteckt im Tuffstein. Diese Schaffensphase wurde in den nächsten 800 Jahren fortgesetzt, sodass hier auf engstem Raum eine Vielzahl von Kirchen entstand. Von außen ist sie kaum zu erkennen und schwer erreichbar. Aber wer den Eingang erreicht hat, kann in der unterirdischen türkischen Stadt Dernikuyu bis zu 12 Stockwerke in die Erde klettern. Das Ilara-Tal ist eine 15 Kilometer lange und bis zu 150 Meter tiefe Schlucht im Südwesten der türkischen Region Kappadokien. Im Tal liegen etwa 50 Felsenkirchen und zahlreiche Höhlenbauten. Thank you.
Jeden Morgen steigen hunderte Heißluftballons über Kappadokien und Göreme auf. Das frühe Aufstehen rentiert sich wirklich, denn da kann man in eine unwirkliche Welt eintauchen. Heute verlassen wir Göreme. Und die schönen und schnellen Straßen führen uns durch das Taurusgebirge bis nach Egirdir. Hier am Egirdir Gölü werden wir übernachten. Sultan Hani ist ein kleiner Ort an der alten Seidenstraße. Dort steht die größte Karawanserei aus der Zeit der Seldschuken. Der mächtige Sultan Aladdin ließ diese im Jahre 1229 erbauen. Heute übernachten wir in Egirdir und am gleichnamigen See. Wir werden den Flair der kleinen Stadt genießen und uns unter die Einheimischen mischen. Am besten geht das auf dem Gemüsemarkt. Weiterfahrt auf schönen und schnellen Straßen durch das Taurusgebirge bis nach Pamukkale, wo wir übernachten werden. Pamukkale erhielt seinen Namen durch die Kalksinter Terrassen, die über Jahrtausende durch kalkhaltige Thermalquellen entstanden sind. Die Terrassen stehen auf der Liste des Weltkulturerbes der UNESCO. Heute gibt es ein wenig Wellness für Mensch und Maschine.
Obwohl wir erst am Abend auf die Sinterterrassen gegangen sind, hatte es eine wahnsinnige Hitze und man war sehr gut beraten, wenn man ein Wasser dabei hatte. Heute geht unsere Reise durch Zentralanatolien weiter bis an das Marmarameer. Wir werden in der Hafenstadt Kanekale übernachten und uns dort unter anderem das trojanische Pferd ansehen. Kanekale ist eine quirlige Hafenstadt am Marmarameer. Vor dem Abendessen gab es noch einen Sightseeing-Spaziergang. Heute verlassen wir nicht nur Kanekale, sondern auch die Türkei und reisen wieder in die Europäische Union nach Griechenland ein. Die schnellen Straßen führen uns durch Makedonien bis nach Makriagallos. Hier werden wir übernachten und das Strandleben genießen. Am späten Nachmittag genießen wir noch das Strandleben in Griechenland.
Die schönen, aber auch schnellen Straßen führen uns durch den Nationalpark Olympus und weiter bis zu den Meteora-Klöstern, welche zwischen Himmel und Erde auf dunklen Felsnadeln thronen. Die spektakulären Bauwerke sind Meisterwerke von Menschenhand geschaffen und Weltkulturerbe der UNESCO. Müssen wir noch Proviant für die Fähre und eine Vino Rosso einkaufen. Dann noch eine kurze Lagebesprechung und weiter geht's. Schiffen wir um 18 Uhr auf die Fähre Anne Klein ein, die uns nach Ancona in Italien bringen soll. Die Fähreüberfahrt war kurzweilig und wir kamen um 11 Uhr in Ancona an. Nun ging es über schnelle Straßen in die Heimat. Für mich war die Kaukasus-Tour eine wahnsinnig schöne, erlebnisreiche Tour und ich möchte mich bei allen Tourbegleitern recht herzlich bedanken.